Erst am Mittwoch hatte RB Leipzig-Stürmer Timo Werner zugegeben, dass es ein Traum von ihm sei, eines Tages in der Premier League zu spielen. Innenverteidiger Willi Orban hat sich jetzt ähnlich zu dem Thema geäußert. Ich möchte das Ausland nicht ausschließen, gerade Premier League ist interessant, sagte Orban in einem Interview mit Sport1. Der Leipzig-Kapitän stellte aber zugleich klar, das kann noch ein bisschen warten. Ich habe mit dem Schritt nach Leipzig alles richtig gemacht und nicht umsonst einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ich habe noch einiges vor mit dem Verein, nahe Ziele mit RB Leipzig hat Orban, dessen Vertrag bis 2022 datiert ist, genau vor Augen, ein Titel wäre sehr cool. Da ist es zweitrangig, ob DFB-Pokal oder eventuell Europa League, so der 25-Jährige, oder Meisterschaft. Die wäre natürlich sensationell, doch gerade Meisterschaft sei aufgrund der Dominanz von Bayern München ein schwieriges Unterfangen. Die Konstanz, die seit Jahren an den Tag legen, ist schon stark, lobte Orban den Tabellenführer der Bundesliga und ergänzte, dennoch im Fußball kann viel passieren. Wir müssen vieles richtig machen und Bayern müsste einiges falsch machen. Ein weiteres Ziel des Abwehrchefs bleibt Nationalmannschaft. Bisher wartet Orban noch vergeblich auf einen Anruf von Bundestrainer Joachim Löw. Eine WM oder EM zu spielen, das wäre schon etwas Besonderes und ein außergewöhnliches Gefühl, gab der Defensivmann zu.